Hallo zusammen. Das Jahr 2020 haben wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt. Es gab leider sehr wenig Veranstaltungen und ich finde Musik wahnsinnig wichtig und gerade an Weihnachten ist die Musik so wichtig und sehr, sehr stimmungsvoll. Und darum habe ich mich entschieden, für Sie ein kleines Weihnachtskonzert auf diesem Weg einfach zu spielen. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß dran und können alle kräftig mit mir mitsingen. Viel Spaß dabei. Wir beginnen bei Fröhliche Weihnacht überall. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Weihnachtston, Weihnachtsbaum, Weihnachtsduft in jedem Raum. Fröhliche Weihnacht überall, tönet durch die Lüfte froher Schall. Darum alle stimmet ein in den Jubelton, denn es kommt das Licht der Welt von des Vaters Thron. Fröhliche Weihnacht überall. Ja, es geht weiter mit einem etwas ruhigeren Titel. Es ist für uns eine Zeit angekommen. Es ist für uns eine Zeit angekommen. Sie bringt uns eine große Freude. Es ist für uns eine Zeit angekommen, sie bringt uns eine große Freude. Übers schneebeglänzte Feld wandern wir, wandern wir durch die weite weiße Welt. Es schlafen Bäche und See unterm Eise, es träumt der Wald einen tiefen Traum. Es schlafen Bächlein und See unterm Eise, es träumt der Wald einen tiefen Traum. Durch den Schnee, der leise fällt, wandern wir, wandern wir. Durch die weite, weiße Welt. Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Vom hohen Himmel ein leuchtendes Schweigen erfüllt die Herzen mit Seligkeit. Unterm schneebeglänzten Zelt wandern wir, wandern wir durch die weite Weite.
die weiße Welt. Die kann man auch Winterwunderwelt nennen. Schauen wir mal, ob es dieses Jahr ein bisschen Schnee für uns gibt. Ich persönlich hoffe es ja nicht, weil mir ist das viel zu kalt. Glockenklang aus der Ferne, über uns leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit. Wandern durch den weißen Winterwald. Schnee und Eis hört man knistern, weil wir leid nur noch flüstern. Wir fühlen und ganz wie Gretel und Hans wandern durch den weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald hinaus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Weil zu kalt, komm mit nach Haus. Am Kamin ist ein Plätzchen, das gehört unserem Kätzchen. Erst teilt es mit dir, dann wandern wir viel. Morgen durch den weißen Winterwald. Leise, leise fallen weiße Flocken und ein Reh tritt aus dem Wald heraus. Braune Augen blicken ganz erschrocken. Ist dir der Wald zu kalt, komm mit nach Haus. Glockenklang aus der Ferne, über uns leuchten Sterne. Kein Mensch weit und breit, nur wir sind zu zweit. Wandern durch den weißen Winterwald. Wandern durch den weißen Winterwald. Wandern durch den weißen Winterwald. Ja, weiter geht es mit einem altbekannten Weihnachtslied. O du Fröhliche. Amerikanische Weihnachtslieder, die besonders schön sind und die auch in das Deutsche übersetzt wurden. Und da habe ich jetzt ein Weihnachtslied über den Schlitten, über den Weihnachtsschlitten. Jingle Bells. Ein kleiner weißer Schneemann, der steht vor meiner Tür. Ein kleiner gestern noch nicht hier und nebendran
weitergeht mit einem wunderschönen deutschen Weihnachtslied. Süßer, die Glocken nie klingen. Süßer, die Glocken nie klingen, als zu der Weihnachtszeit. Sie ist, als ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freude. Gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht, Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang. Das Christkindlein hört, tut sich vom Himmel dann schwingen, eilet hernieder zur Erde. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind. Segnet den Vater, die Mutter, das Kind, Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang, klinget mit lieblichem Schall. Alle aufjauchze mit einem Gesang, alle aufjauchze mit einem Gesang, Glocken mit heiligem Klang, klinget die Erde entlang. Süßer, die Glocken nie klingen. Ja, ich hoffe, dass Sie alle gut versorgt wurden mit Weihnachtsplätzchen, mit Weihnachtsgebäck. Und das schmeckt ja schon lecker. Und da freue ich mich immer das ganze Jahr drauf, dann endlich mal wieder Lebkuchen essen zu dürfen. Auch wenn es ab August schon Lebkuchen in den Läden gibt. Aber bei mir gibt es die erst ab Anfang Dezember. Ja, bei mir ist die Weihnachtsbäckerei nämlich nicht ganz so schnell wie in den Geschäften. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Riesengroße Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei.
hören, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Bitte mal zur Seite treten, denn wir brauchen Platz zum Kneten. Sind die Finger rein? Du Schwein! Verbrannt in der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ja, die Weihnachtsbäckerei, das ist immer Sauerei, mit kleinen Kindern Plätzchen zu backen. Ich spreche da wirklich aus Erfahrung. Ja, wir kommen mal wieder zum Schnee. Es gibt ja ganz viele Weihnachtslieder, wo es um Schnee geht. Und so auch in Schneeflöckchen, Weißröckchen. Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du? Schlafen sie sicher in himmlischer Ruhe. Schneeflöckchen, Weißröckchen, ein ganz kurzes Weihnachtslied, aber nicht weniger schön. Wir kommen zu dem wohl bekanntesten Weihnachtslied in Deutschland und das ist O Tannenbaum. Der Weihnachtsbaum, der steht auch schon bei uns und wir warten ganz gespannt auf den Heiligen Abend. Ich werde dann Besuch von meinen Kindern bekommen und von meiner Mutter und ich freue mich schon sehr darauf. Ich wünsche Ihnen nun ein ganz, ganz wunderschönes Weihnachtsfest.
Lassen Sie es sich gut gehen und wir hoffen alle auf nächstes Jahr, dass wir dann vielleicht wieder persönlich zusammen singen können. Ich freue mich jetzt schon drauf. Alles Gute für Sie. Weihnachten.